Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von DTM3. Ja, ich habe mit der 4 gesprochen, die wollte ja letztes Mal mit ihr sprechen, wegen drauffahren und hab da nicht gesehen. Und ja, Rick war auch dabei, so viel kann ich schon mal sagen. Rick hat sich richtig ins Zeug gelegt für uns, er ist ausgefallen, der wurde richtig laut, hat Charlie Whiting hier zusammengeschissen und ach, das war ein Traum. Nur ihr wart leider nicht dabei, ich auch nicht. Davon mal ab. Nein. Also die Vier konnte da nichts machen, die bleibt so hart, wie sie ist, trotz Rick und meiner Anstrengungen und Bemühungen. Ich habe aber auf jeden Fall beschlossen, Rick noch eine zweite Chance zu geben, weil er sich so für mich eingesetzt hat und ja, kriegt er noch eine zweite Chance. Und die kann er jetzt auch heute direkt unter Beweis stellen, wie es ist, seine zweite Chance, ob er sie nutzt, beim 1930 Vintage Grand Prix. Unseren ersten richtigen Klassiker. Das ist unser Oldtimer. So, dann haben wir hier zwei Strecken: Silverstone National Circuit und Motorpark Oschersleben. Regeln? Na, Quali lassen wir mal weg. Ziele: Vierter werden oder besser. Nehmen wir mal an, das ist der Schöne. Ist er schon verdreckt? Alter. Rick, das ist die zweite Chance. Dreckiges Auto. Mann, 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 Mann. Geht ja schon gut los. Echt, 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 echt. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber auf jeden Fall geht's jetzt los. Wir sind Sechster. So, mal gucken, ob ich's noch kann. Ich bin nämlich jetzt schon längere Zeit Obwohl sie vor über nicht mehr 60 Jahren gefahren. gebaut wurden, sollte man nicht glauben, dass diese Maschinen langsam und schwachbrüstig sind. Mit 430 PS können Mercedes W25er Spitzengeschwindigkeiten von 290 km/h erreichen. Wir haben ja 5 Runden Zeit, da werde ich jetzt nicht so. Ich rede nie wieder über Risiko. So, Dritter. Ja, auf jeden Fall sind ordentlich schnell die Viecher. Also die Teile hier. Also 295. Oh. Fantastische Fahrweise. Naja, ich war ein bisschen spät gebremst, Rick, aber danke fürs Kompliment. So, komm her. Wir fahren gar kein Risiko. Wir haben 5 Runden Zeit. Ich lasse mir Zeit. Ich gucke mir die Fahrweise an. Ja. Auf jeden Fall, die Lenkung hat es echt in sich. Also jetzt können sie aber mal. Jetzt wird aber langsam Zeit hier. Weiter so und du kommst aufs Treppchen. Hallo? So langsam möchte ich aber vorbei. Dritter ist scheiße. So, zweiter ist schon besser, also. So, Tapper auf 1. So, zweiter sind wir jetzt. Wir haben noch genau ein paar Ründchen Zeit. Wir sind jetzt in der. Ja, also genau, also jetzt in der dritten. Fantastisch! Das war die schnellste Runde! Oh. Na, fahren wir hier lang. Fahren wir nicht lang! Wenn du die Strecke verlässt, schade, dass deinen Reifen konzentriere ich. Ich hab's gemerkt, Rick. Ja, jetzt wären wir durchgereicht. Oh! Oh! Ja, Oldtimer geschrottet. Oh mein Gott, wenn das. Oh mein Gott, wenn das die Behörden sehen. Oh. Mucke gibt's nicht. Ist nur. Eine gute Chance, vermassle es nicht. Ihr kennt mich nicht. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich bin dieses Ding nie gefahren. Ja! Oh, Blanco! Weißt du, ein bisschen Spaß muss sein, ne? Aber das hier war jetzt echt. Hallo? Oh. Hat er sich jetzt überschlagen? Boah, ich will meine Karre nicht wegschmeißen. Die Reifentemperatur ist perfekt. So soll es bleiben. Ja, fahren wir halt außen dann alle vorbei. So, sind wir schon Zweiter. Jetzt haben wir uns sogar noch ein bisschen verbessert. Wie vorhin beim ersten Versuch. Auf jeden Fall. Oh, jetzt. Ah, 230 raus und gar nicht so schlecht. Oh, jetzt haben wir wieder Tapper vor der Nase. Oh. Ei, oh. Kein Grund zur Sorge. Dein Motorenproblem ist unbedeutend. Ja, das ist auch wirklich unbedeutend, weil ich keinen Reifen mehr habe, du Dödel.
Oh Mann, Rick. Okay, du kannst es schaffen. Gib einfach dein Bestes. Oi, Dein Reifen hat sich verabschiedet. Sei vorsichtig. Ach nö. Aller Zurück auf die Strecke, auf dem Infield. Auf dem Infield habe ich nichts zu suchen. Ja, ich weiß das. Das da draußen ist ein Dschungel voller hungriger Raubtiere. Weidmannsheil. Ja, Weidmannsheil und... weniger Gas, wenn die Räder nicht durchdrehen sollen. Ja, das weiß ich. Ich habe nur den Start ein bisschen verschlafen. Bleib doch mal auf dem Teppich. Schlauze mich hier nicht an. Ganz froh, dass du hier noch bei mir arbeiten darfst. Sonst hätte ich hier schon hier, guck mal hier auf... Hätte ich hier den Blanco engagiert, hier, Roberto Blanco hier, ja. Er würde mit mir eh nicht so ins Gericht gehen, auch wenn ich wirklich scheiße fahre. Okay, am Ende gibt es nur die ersten drei und die Loser. Und Loser mögen wir nicht. Ach, ich habe eigentlich nichts dagegen. Oh, siehst du, das ist ein Loser. Hat sich voll verbremst. Nein, aber Rick, pass auf. Und wenn du jetzt richtig hingeguckt hast, hast du gesehen, dass ich den Start jetzt auch nicht vermasselt habe. Hab zwar jetzt meine Federung am Blanco wieder gelb gehauen, aber... Ich will mal wissen, ob die Dinger auch 300 schaffen. Ja, 296 ist schon keine schlechte Zahl. Oh, Blanco, das war's jetzt. Was für ein Überholmanöver. Ja, mit ein bisschen Rempeln. Ich kam besser raus und jetzt ziehen wir vorbei und sind Erster. Yeah. Nicht, doch noch nicht ganz. Ey. Hallo. So, jetzt aber. Jetzt kannst du machen, was du willst. Ich bleib jetzt vorne hier, du Tapper. Also, die heißen Tapper ist der Goldene, Floyd ist der Weiße und Blanco ist der Braune auf der Minimap. Also, Tapper 2, Floyd 3, Blanco 4, Mucke 1. So, bleibt auch so. Woo! So, und jetzt, ab jetzt. Ah, so. Jetzt ist der Vorsprung gut. Ah, Blanco fällt sogar auf 5 zurück, habe ich noch eben schnell aus dem Winkel sehen können, bevor die Kamera wegging von der Minimap. Ja, das war die schnellste Runde des Rennens. Ja, das verdanke ich aber ganz ehrlich, Rick, erstens und zweitens und drittens nur Red Bull. Oh, oh. Ja, das war Mist. Ah, ich mach Tür zu. Ah, Tür ist zu. Tür ist zu. Hallo, ey. Tapa, Tür ist zu. Und jetzt hat Floyd einen Fehler gemacht. Jetzt ist er weg. Wo ist denn der? Ne, da ist er ja. Jetzt ist Floyd auf 2. Hey, der war so verschwunden. Hab nichts gesagt. Also Floyd 2, Tapper 3, Blanco. Er hat wieder zu viel Spaß an der Backen. So, wir sind in der vorletzten Runde und jetzt versuchen wir mal ordentlich zu fahren. So, ohne Schnickschnack, ohne hast du nicht gesehen und ich hab dich immer noch lieb, Auto. Ja, kaum sag ich's. Aber Karre noch gehalten. Eigentlich, ich hoffe, mal mit einer guten Geschwindigkeit rauszukommen. So, jetzt ist wieder ein neues Bild. Also, Con Blanco sehe ich auf 4, Tapper auf 3, Floyd auf 2. Muss ja mal meine Ausgangsposition wissen für das letzte Rennen. So. Woo. Los geht's. In die letzte Runde. Wird's eine neue Bestzeit von mir? Könnte. Wird's auch. Komm schon, war die Runde zu Ende und du hast das Rennen gewonnen. Okay. So, die Kurve habe ich mittlerweile drauf. So, kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Außer hier immer. Wieder. Wenn man so fährt. Haha, Tür zugemacht. Oder war ja aber mehr als knapp. So. Wen habe ich denn da jetzt eigentlich aufgehalten? Floyd oder Tapper? Weil Blanco ist weg. Der ist zurückgefallen. Der konnte das hier Ding, das Tempo. Oh, ich mache wieder letzte Runde wieder, wie immer. Also die kommt auch immer wieder durch. Dadurch kam Blanco nochmal ran. Dadurch fällt Tapper zurück. Und ich glaube,
Floyd 2, Blanco 3, Jabba 4, wenn ich mich nicht ganz irre. Da, wo du jetzt bist, kann dir nichts passieren. Dreh nur nicht durch. Ui. Ah, ich muss das auch immer so spannend machen, ey. Ich bin doch so ein Dödel. Manchmal. Ja, Floyd 2, Blanco 3, Jabba 4. So, jetzt sehe ich aber leider nur noch Floyd und Blanco. Jabba, keine Ahnung. So. Jetzt kommt die letzte Strecke. Auch 5 Rounds. Und dann ist die Klassiker abgehakt. Und Rick, ich weiß noch nicht, ich werde mit dir gleich weiterreden müssen, weil ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dir. Aber das klären wir nachher. Jetzt geht es erstmal darum, den Titel nach Hause zu fahren. Oh. Fährt der denn auch so lahmarschig hier? Was ist das jetzt eigentlich? Lange, kurze? Ach, das ist die kurze. Ja, das will ich sehen. Cooles Überholmanöver. Ja. Gas geben, aber nicht lenken wollen. Ja, das habe ich ja gerne. Ach, bin ich blöde. Alter, bleibt er hier fast stehen. Gut, dass ich so weit weg war, ey. Sonst wäre ich volle Pulle in, wahrscheinlich in den Rhein gerauscht. Ah, spannende erste Runde. Und wir ziehen wieder vorbei. Und jetzt geht es ja darum, den ersten abzusichern. Also wir haben ja schon einen riesen Vorsprung auf den dritten, meiner Meinung nach. Kann eigentlich nur noch er hier uns gefährlich werden, wie immer du auch heißt. Ich nenne ihn jetzt einfach mal. Ja, wer ist denn mein Lieblingskonkurrent? Also wenn ich jetzt auch an die Multiplayer-Aufnahme denke. Mein Lieblingsgegner, ach, ich nenne ihn einfach mal Sean. So. Nächstes Mal kriege ich dafür direkt einen auf die Schnauze. Ja, Sean ist Zweiter, hat keine Chance hier. Sorry, Sean, aber du bist hinter mir. Also jetzt hier. Die anderen Fahrer liegen nur 2 Sekunden zurück. Meistens bist du ja in den Aufnahmen vor mir, aber im Multiplayer. Aber jetzt, da ich dich jetzt im Singleplayer benannt habe, dass du der Zweitplatzierte bist, bist du hinter mir. Nämlich, dass ich auch mal das Ziel erreicht habe, vor dir zu landen. Das war eine verdammt schnelle Runde. Gute Arbeit. Nein, Sean, ist nur Scherz, ne? Weißt du Bescheid, gell? So. Kommen wir wieder zu ernsten Dingen. Der Fahrerkunst, also der Vorsprung ist ja jetzt schon riesig. Wäre das vorhin in meinem ersten Rennen so gewesen, aber da musste ich ja mal wieder in der letzten Runde alles versauen. Woo! Du baust deinen Vorsprung aus, nur weiter so. Ich kann mir auch vorstellen, warum ich den Vorsprung so ausbaue, weil die hier immer stehen bleiben, wie so Hornochsen. Weswegen auch immer. Guck dich doch mal an. Wir kommen jetzt erst in die letzten Kurven rein und ich bin jetzt hier schon, hab schon die Startzielgerade geküsst. Großartige Runde! Die bislang schnellste Runde des Rennens! Wird auch so bleiben! Weg, aber wir machen gleich ein 4-Augen-Gespräch, immer noch. Oh, ich kann es ja schon mal sagen. Ich bin noch nicht so ganz so zufrieden mit der Art, wie er mit mir redet, wisst ihr das? Der ist immer so ins. Er ist immer so patzig und gibt manchmal auch freche Antworten und guckt manchmal nicht auf die Strecke und macht dann erst die Klappe auf. Wisst ihr, und das kann ich gar nicht ab. Also das werde ich dem Rick jetzt auch gleich auch nochmal vor die Tüte knallen. Wenn er das dann immer noch nicht kapiert, ich glaube, dann hole ich Jack aus GTA 2 zu mir. Frage ich mich, ob er hier mich bei RD3 auch unterstützen möchte. Und dann rocken Jack und ich 2 LPs gleichzeitig. Aber da muss ich erstmal mit Rick drüber sprechen. Das ist die letzte Runde. Das Rennen hast du in der Tasche. Ja. Meinst du? Okay, das auch zum Beispiel. Man kann sich. Ich bin zwar mit Abstand vorne, aber er ist sich schon so siegessicher, dass ich das Rennen in der Tasche habe. Ich brauche die Karre nur wegschmeißen. Irgendwo gegen eine Wand fahren, ist der Reifen ab. So. Ich könnte jetzt mal so ein Arsch sein und könnte das auch mal machen. Dann wäre nämlich Rick, am Arsch. Aber mache ich nicht. Also solche Sachen sind das halt, die mich halt an Rick ein bisschen ankotzen. Du hast jetzt 10 Sekunden Vorsprung, weiter so. Und die werde ich mit ihm gleich versuchen zu klären.
Und dann schauen wir mal weiter. Aber jetzt fahren wir erstmal gemütlich ins Ziel. Mit einem beachtlichen Vorsprung und ohne die Karre wegzuschmeißen. Glückwunsch, du bist durch. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Also, müssten wir ja eigentlich also dominiert haben hier. 16 Sekunden, schnellste Runde, Mucken, Let's Plays, 51. Ha, die sind noch nicht mal zweistellig und ich habe 20. Ach, sind das Noobs. So, Tappa ist Zweiter geworden. Blanco und Floyd teilen sich den Dritten. Alle können so zufrieden sein. So, beeindruckend, sie haben sich durch die 1930er Vintage Grand Prix gekämpft. Glückwunsch. Ja, sind jetzt auch freigeschaltet für die anderen Modis. Sag ich zwar immer wieder, aber man kann es ja auch sehen. Ja, nebenbei sehe ich gerade, läuft bei mir hier SpongeBob. Jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich mich konzentrieren soll, weil ich finde, muss ich jetzt, auch wenn das jetzt überhaupt nichts mit LPs zu tun hat, muss ich loswerden. SpongeBob Schwammkopf 1A. Also ich finde das so Bombe. Ich glaube, wenn ich im Rollstuhl sitze, meine Dritten im Mund habe und nicht mehr richtig sprechen kann, ich glaube, selbst dann schaue ich mit 70 immer noch SpongeBob. Ohne Scheiß. Und wenn ich mir die Folgen alle legal... Na, Gänsefüßchen unten, legal, Gänsefüßchen oben, Sternchen, Hust, Sternchen, holen muss. Ich möchte ja auf nichts anspielen hier, ne? Also... Das wollte ich jetzt nur mal gesagt haben. SpongeBob 1A. So, aber jetzt müssen wir halt noch... Jetzt kommen wir wieder zum Rennen fahren. So. Ich mache eine kleine kurze Pause. Dann bin ich sofort wieder da. Und dann machen wir uns an den British GT Cup. Bis gleich.